So, hallihallo Freunde. Wir werden heute mal wieder ein bisschen den 1.1 Spielstand von mir weiterspielen. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal nach langer Zeit mal wieder ein bisschen was auf, damit auch mal wieder was von mir Da ist kommt. nichts zu holen. Nichts zu Ich hoffe holen. natürlich, dass euch das Gameplay von 1.1 so noch ein bisschen interessiert, obwohl ja schon seit längerer Zeit die Rebalance draußen ist, also die 1.12.9. Die ich so privat auch schon, also was heißt privat, ohne Aufnahme halt mal angezockt habe. Die werde ich auch auf jeden Fall so mir noch ein bisschen länger reinziehen. Allerdings wahrscheinlich nicht mit Aufnahme, da es schon ein Gameplay und ein Let's Play gibt davon. Der Marcello, der macht da ein bisschen so Gameplay und der Phantomdiebkit, der Let's Play das Ganze Nichts zu richtig. plündern. Bin ich auch auf irgendeiner Aufnahme noch zu sehen dann. Das war auch recht spaßig an dem Tag. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal hier wieder ein bisschen was auf für euch. Was ich gleich noch sagen wollte, falls ihr das wünscht, dass ich hier noch ein bisschen mehr mache, sogar zu 1.1, das heißt, eher mehr oder weniger, dass wir das noch so zügig zu Ende bringen, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare rein, da würde ich mich sehr freuen. Weil da weiß ich nämlich, wie ihr das dann gern hättet. Weil sonst würde ich nur ein bisschen sporadisch aufnehmen. Wenn euch das aber doch ganz gut gefällt, dann werde ich das doch häufiger noch filmen hier. Nur zur Information, wir sind jetzt gerade hier an der Stelle mit Nathan und so. Müssen jetzt im siebten Kapitel. Ja, übrigens, es ist das siebte Kapitel jetzt. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich die Aufnahme an beim untoten Drachen im sechsten Kapitel. Hat sich allerdings auch nicht so viel getan. Ich habe dann das Kapitel 6, ja, Kapitel 6b so ein bisschen alleine durchgespielt. Da war auch, ist ja eigentlich auch nicht wirklich Neues dazugekommen, finde ich. Im Gegensatz zu 1.0. Meine Stats sind wahrscheinlich ein kleines bisschen gewachsen. Also Level 63 jetzt eigentlich gerade erst erreicht. Enormer Stärkewert. Könnt ihr ja selber mal ein bisschen gucken, wie es euch interessiert. Was ich aber ab und zu nicht verstehe, Einhändermeister 86, da merke ich ab und zu nichts davon, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon, fühlt sich eher wie so 60 an, muss ich sagen, weil die Schläge, die treffen nicht immer. Aber okay, das mag dann auch in meiner Spielweise liegen, aber kein Problem. So, ich versuche jetzt mal hier noch ein bisschen den Außenring wegzumachen. Ja, ich weiß schon wieder der Ork-Außenring und wir können es alle nicht mehr sehen, aber das hilft natürlich nichts. Das ist eben das, was am meisten in diesem Spiel drin ist, dieser Ork-Außenring. Ich sag mal so, als Magier hat man da so gewisse Vorteile, was ganze Gegnerhorden betrifft, wenn man natürlich einen gewissen Todeszauber dabei hat, aber das hatten wir schon. Ich finde das halt ziemlich geil. Oh, jetzt muss ich hier wieder erstmal kurz Quick Mana aufladen und gleich wieder eine Kugel reinjagen. Also ich bin mir ja nicht sicher, wie weit wir noch steigen werden, aber es wird auf jeden Fall kein Level 150 werden, so wie in meinem 1.0 Spielstand. Ich rechne mal wirklich eigentlich auch nur damit, dass wir knapp die 70 vielleicht ankratzen, wenn überhaupt, sage ich mal. Ich meine, es ist schon enorm, was da an Erfahrung jetzt gebraucht wird für die nächste Stufe, weil das in einem anderen System fließt. Gut, das ist vielleicht nicht ganz so interessant jetzt, aber mich hat das so interessiert. Das wechselt alle 25 Level, wechselt da das, ja, das Punktesystem. Da kommt dann immer mehr Erfahrung, die gebraucht wird dazu. Und das macht das Ganze natürlich noch schwieriger. Was natürlich standardmäßig schon hier ist in der 1.1, man sieht es auch an der Erfahrung, die ich für die Monster nur noch bekomme. Zum Beispiel ein Ork, der müsste jetzt nur noch 200 oder so geben. Oder 150 sogar. Ein Varg gibt nur noch 120, der ehemals 300 gegeben hat. Also man sieht schon, es ist wirklich von der Erfahrung auch sehr viel schwerer geworden. Ork-Krieger, 100 Erfahrung. Hallo, das waren 300 davor. Jetzt habe ich mich in ganz schöne Scheiße hier reingeritten, aber da müssen wir jetzt wieder rauskommen hier, Leute. Da müssen wir raus hier. Das hilft nichts. Ah, die machen eh nur Faxen hier draußen. Haben wir gleich gedacht. Eigentlich wäre das wieder ein Fall für den Zauber gewesen, ich weiß, aber ich hatte jetzt gerade keine Lust mehr, wieder meinen Mana aufzuladen hier.
Schützen, ja, die sind auch noch ziemlich stark. Das hat sich noch nicht geändert. Aber ich muss sagen, man kriegt weitaus weniger Schaden hier. Es mag auch an meiner Rüstung liegen. Also Schutz vor Waffen 270, aber wir könnten ja noch, wenn wir gegen Orks nur kämpfen die ganze Zeit, könnten wir eigentlich die orkische Rüstung anziehen. Die hat noch ein bisschen mehr Schutz, hat nämlich 140. Und ja, da wären wir noch ein bisschen besser geschützt, allerdings nicht so gut vor Magie. Aber das sollte eigentlich nichts machen. Ja, machen wir den Pult mal schnell weg und dann quatschen wir ein bisschen weiter. Also, ich habe schon gemerkt, ich muss da erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Es ist jetzt auch direkt ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe davor nicht gespielt. Ich habe einfach gedacht, ach komm, da ist nichts. Heute nehme ich mal wieder ein bisschen auf. Und springe da jetzt auch gerade selber ins Leere eigentlich, weil ich gar nicht wusste, was ich eigentlich machen muss. Außer dass ich halt hier im Minental bin und wahrscheinlich diese Aufgabe machen muss für Lord Hagen. Nichts zu plündern. Weil wir brauchen ja noch die Zustimmung für den Endkampf. Da hat sich auch nichts dran geändert an dieser Quest. Ah, ich plündere die Leichen jetzt nicht, das ist mir jetzt echt doof. Und ich kann mal kurz reingucken. Die Hüter ist klar, das ist natürlich seit dem 6. Kapitel noch offen, seit dem untoten Drachen. Krieg mit den Orks. Heftige Diskussion mit Lord Hagen, genau. Und jetzt muss ich ihn natürlich überzeugen, beziehungsweise ich muss auf seine Entscheidung abwarten. Die kommt natürlich erst, sobald wir die Quest hier gelöst haben, und zwar die hier. Paladin im Minental, ja. Ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Da haben wir auch schon mit Nathan gesprochen, hier steht's auch. Der hat dann auch noch eine Quest für uns, die alte Geschichte mit Uda, den wir noch irgendwann lösen müssen, wenn wir da zurück sind. Und ja, ich habe halt mich hier erklärt, dass ich da selber danach guck. Man kann ja auch mit den ganzen Jungs die Burg stürmen, das will ich aber erstmal nicht machen. Und hier schießt noch ein Schütze, da muss ich mal aufpassen. Da werde ich mir erstmal kurz einen Trag reinpfeifen hier so, ganz grob. Und ich habe schon gemerkt, in den späteren Spielverlauf braucht man auch in 1.1 fast keine Ausdauer mehr aufladen, weil die so langsam runtergeht. Ich habe viel zu viel Fleisch eigentlich, ich habe mir das alles mal aufgehoben. So sollte es gehen. Dann machen wir jetzt mal diesen Schützen hier noch platt und alles, was noch hier. Okay, da ist eine ganze Menge mehr als hier. Oh, da ist ja wirklich eine ganze Menge. Ich glaube, da werde ich mal wieder zum Zauber greifen müssen. Ja, das lohnt sich schon. Autsch. Ja, da ist Ruhe im Karton hier, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, ich habe auch nicht vor, arg lang aufzunehmen. Zumal das ja auch Schwachsinn wäre. Und hier sieht man es nochmal recht schön. Zuletzt gespielt am 20.04. Da habe ich auch noch so ein bisschen rumgespielt hier an dem Spielstand. Also, das ist schon einige Zeit her wieder, seit ich überhaupt das letzte Mal gespielt habe. Und der Schütze hier oben. Okay, machen wir eben ein kleines Schützenduell, das ist kein Problem. Mal gespannt, was er dazu sagt, wenn ich ihn jetzt gleich endlich mal treffe. Aber ich glaube, das kommt irgendwie bei mir gar nicht so weit. Jetzt habe ich ihn getroffen. So, noch ein Schuss und... Komm schon! Okay, eigentlich war ich der Meinung, ich bin im Bogenschießen... recht gut. Naja, aber das war es dann auch nicht. Was haben wir bogenmäßig denn überhaupt hier? 66 eigentlich. Ich bin Meister im Bogenschützen und treffe den nicht hier auf 20 Meter. Das ist echt schwach. Oder 10 Meter oder was das sind. Nee, zurück zum Thema wieder. Ich will jetzt gar nicht so lange aufnehmen. Ich habe mir nur vorgenommen, so 10 Minütchen, Viertelstunde mal. Jetzt geht's schon wieder los hier. Ich habe keine Pause. Und dann warte ich erstmal eure Kommentare ab und dann entscheiden wir gemeinsam, wie wir das weiterführen hier. Entschuldigung. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich demnächst irgendwann ein neues Projekt noch starte.
mit Phantom Deep Kid zusammen. Da sind wir noch, müssen wir uns nochmal konsultieren zusammen. Das steht noch nicht so fest. War auch lange jetzt wirklich abwesend, muss ich sagen. Für den einen oder anderen war es zu lang, dass ich weg war. Ja, aber ich musste einfach mal ein paar andere Sachen machen und bin jetzt aber einigermaßen wieder ausgeruht und habe auch wieder so Lust, ein bisschen aufzunehmen. Also der Spaß ist natürlich noch nicht vorbei. Das geht schon noch. Nur als eigentlich nicht Let's Player bin ich ja eigentlich nicht so. Will ich mich auch gar nicht bezeichnen eigentlich. Das war eigentlich so gesehen so eine Art Ausnahme, dass ich jetzt dieses Gothic-Projekt angefangen habe. Auch eigentlich aus dem Grund, dass es halt niemand vorher gemacht hat und ich das ziemlich schade fand. Aber ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, so Sachen aufzunehmen, zu kommentieren und zu Let's Playen. Also, nicht denken, da ist bestimmt noch nicht Schluss an der Stelle. Aber ich mache das halt nicht so straight durch wie richtige Let's Player, sag ich mal. Also, dass ich da jetzt hier jeden Tag, jede Woche wirklich 2-3 Videos raushaue, das wird es auf jeden Fall nicht sein. Aber im Falle von dieser 1.1-Version hier, habt ihr das Zepter mal wieder etwas selber in der Hand. Da werde ich es wirklich so machen, wenn ihr sagt, okay, komm, wir spielen das zusammen noch. Dann machen wir das auch, ja? Dann geht das hier wirklich nahtlos weiter und wir spielen dann diese 1.1 erstmal zu Ende. Das wäre auch für mich eigentlich ziemlich gut, weil dann werde ich das bestimmt auch wieder ein bisschen häufiger spielen und ich will das ja eigentlich auch zu Ende bringen, weil ich hatte ja mal schon mal 1.1 angefangen, da habe ich es wieder aufgehört und also richtig dann angefangen, so mit richtig Lust und so, habe ich dann erst, als ich mit dem 1.1 Let's Play auf YouTube dann schon fast fertig war, muss ich sagen, da hatte ich dann auch wieder die Zeit und auch die Lust, dann 2-3 Spiele nebenher zu spielen. Ja, das merkt man auch bestimmt. Hat man dann auch bestimmt gemerkt. Ich meine, ich bin ja auch ziemlich weitergekommen hier mit dem Spielstand. Nichts zu plündern. Plötzlich, als das Let's Play zu Ende war. Ganz komisch. Und ja, ich muss sagen, es läuft wieder. Ich bekomme so wieder ein bisschen Lust hier auf die Gothic-Welt. Ja, das überlasse ich euch. Da ist nichts zu holen. Und ich werde jetzt hier noch, so off-camera noch ein bisschen... Wenn er mal, der Held hier mal nicht ständig dazwischen labert hier. Das gibt mir schon echt viel Nerven. Dann werde ich mal noch den restlichen 80%ig bestehenden Außenring noch platt machen und ja, vielleicht habe ich bis dahin schon eine Antwort im Briefkasten von euch, was denn dann, wie es dann weitergehen soll. Ja, so viel dazu. Da kloppen wir noch den Orkhund weg jetzt, würde ich sagen. So ganz still und heimlich. Und dann sage ich an dieser Stelle wieder mal wirklich Tschüss fürs Anschauen nach so langer Zeit. Ich hoffe, ich habe nichts von meiner Art irgendwie eingebüßt, bin noch genauso witzig oder unwitzig, wie ich damals war. Und ja, hoffe natürlich, dass euch das gefallen hat und dass wir demnächst wieder ein bisschen was zusammen machen. Würde mich freuen. In diesem Sinne, tschüss und bis dann.